Damit herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass das Spiel jetzt anders aussieht. Ich habe mal die Enhanced-Version gestartet. Ich bin ehrlich, ich habe vorher gar nicht darauf geachtet, dass es das gibt. Ich habe keinen blassen Schimmer, was hier der Unterschied ist. Da hinten steht einer. Hello, sind Sie eine Puppe? Oder sind Sie real? Talk. Was zum Fick war das? Okay. Wir gehen mal weiter. I guess. Wir sind jetzt in irgendeiner Stadt hier, scheinbar. Die nicht mehr so ganz gut aussieht. Jäger und Sammler. Die Natur ist ein grausames Ding. Achievement. Sehe legitim fast gar nichts. Ich habe selbstverständlich auch immer noch keine Beschattung hier im Arbeitszimmer. Dementsprechend habe ich auch immer noch Lichtreflexion auf dem Bildschirm. Hello. Komm du mit? Das sieht mir hier sehr nach einer Kneipe oder sowas aus. Ich dachte erst ein Barbershop, aber in einem Barbershop würden nicht so viele Teller im Hintergrund stehen. Dirk? Und hä? Ja, das habe ich erwartet, aber ich wollte noch mal kurz gucken, ob ich hier hochspringen kann. Ja, gleich. Okay, hier geht's nicht weiter, gut. Also, du hilfst mir jetzt hoch, ne? Hm, okay, ich kann ihm offensichtlich nicht hochhelfen. Ups. Halt dich bitte nicht fest. Das wäre viel zu einfach. Hello? Kann ich die Tür aufmachen? Ich sehe halt nichts, ne? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich sehe nichts. Ich sitze jetzt relativ nah am Bildschirm. Ich muss das Mikrofon mal ein bisschen zurückziehen. Ja, was soll ich denn tun? Kann ich den Fernseher hier schieben? Nee, kann ich nicht, okay. Ah. Hallo? Ah, ich kann mir schon die Fernseher hochziehen, oder? Du stehst hoffentlich auf dem richtigen Fernseher. Junge, wäre ich weggeflogen, Alter. Guten Tag. Ich komm doch schon. Ah, wir müssen weiter bei dir, okay. Du hältst mich aber hoffentlich auch fest, ne? Nö! Weil ich auch einfach nicht so weit springe. Gut. Was soll ich denn machen? Hallo?
Ja, okay, aber also. Wieso waren das eben so not even close und jetzt easy? Lass uns mal bitte hier von der Plattform runter. Keinerlei Vertrauen zu dir. Ich sehe Lady nichts, Junge. Also ich glaube, wenn ich das Spiel nochmal spielen wollen würde und 100% machen wollen würde, dann würde ich es einfach auf einer hohen Helligkeit spielen, weil... Also ich sehe halt weniger als gar nichts, ne? Also nichts ist schon sehr hochgegriffen zu dem, was ich sehe. Okay, ich kann da nicht springen, das ist übrigens übel laut. Das heißt, ich muss wahrscheinlich erstmal den Strom ausstellen. Relatierbar, würde ich sagen. Wir merken uns, Kinderfernseher sind schlecht. Ich komme nicht mehr hier raus. Hallo? Ich komm nicht mehr hier raus. Was soll denn das? Also es ist übel nervig, möchte ich mal anmerken. Ich will ja einfach nur hier durch das Loch wieder raus, dass ich nicht sehe. Geh doch bitte raus! Gut, funktioniert nicht. Aber ich gehe hier auch nicht drauf. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Was war das denn? Junge, was zum Fick war das denn? Ich möchte hier eigentlich nochmal rausgehen. Darf ich hier bitte nochmal raus? Nö, gut. Ich starte mal vom Kontrollpunkt 0. Ich hoffe, der war vor der Tür und nicht hier drin schon. Nö, war er nicht. Gut, also alles, was da draußen ist, kann ich mir nicht mehr angucken. Immer wieder spaßig, muss ich sagen. Wieso kann ich denn nicht durch das Loch zurückkriechen? Na, darf ich einfach nicht.
Ja, was da war, werden wir nie rausfinden. Ich hab mich ducken gedrückt, übrigens. Hallo? Hallo? Ach so, jetzt, okay. Gut, danke. Hallo? Das erinnert mich alles immer sehr an Suka, wie hieß das Spiel? Hallo? Ich sehe legitim übrigens nichts, ne? Also. Extinction. Ne, hieß es Extinction Forever? Ja, mit dem Fuchs. Wenn da so eine Straße kommt, weil ich mir immer denke, okay, gleich kommt ein Auto angefahren. Okay, warum auch immer gerade das so laut wurde. Ich glaube, die Physik der Wippe ist nicht so ganz gut. Ja, reicht dann auch, ne? Okay, warum wurde uns das Gebäude jetzt so groß vorgestellt? Das kennen wir. Hallo? Hallo? Ich möchte ein Tor schießen, bitte. Danke. Also so, das kennen wir ja schon mit so einem Bettlaken-Ding darunter. Das war aber im ersten Teil. Das kommt mir alles sehr bekannt vor hier aus dem ersten Teil. Also klar, die ganze Umgebung hier nicht, aber mit dem Bettlaken. Okay, plötzlich geht's, so von hinten ging's nicht. Okay, hier ist offensichtlich jemand ausgebrochen, wir brechen ein. Ist das ein Internat hier? Servus. Ist das hier Licht an? Die Bilder kennen wir auch. Und zwar allzu gut. Also ich kann Licht ausmachen. Gibt es einen Grund, warum ich das machen sollte? Das ist ja gar nicht creepy. Okay, das ist ja wirklich gar nicht creepy. Was soll ich hier machen? Also ich sehe hier keinen Sinn in diesem Raum leider. Okay, was erwartet das Spiel hier jetzt gerade von mir? Schöne Geräuschkulisse. Das war ganz schön laut, möchte ich anmerken. Okay, ich komme hier nicht weiter hoch. Ich mach mal Licht aus, offensichtlich ist das ja das Spiel. Ist das ja das, was das Spiel möchte, ne? Mir vorstellen können, dass jetzt von rechts irgendwer kommt und das Licht wieder anzumachen.
Gut, dass das Licht hier noch an ist. Ich bin gerade echt ein bisschen... Was möchte das Spiel von uns? Also ich kann hier am Bett nicht hochklettern, ne? Geht nicht. Ich mache erstmal Licht wieder an, weil ich sehe hier gar nichts schon so lange. Mach doch mal die scheiß Tür ganz auf, bitte. Okay, ich glaube, sie geht wieder zu. Ja, dass da Licht hinter ist, habe ich schon gesehen. Also, dass da ein Loch drin ist, ne? Okay, sollen sie jetzt einfach nur sagen, dass dahinter was ist? Weil, also das habe ich, ne, also, sind wir mal kurz realistisch. Dass die Augen da halt aussehen, als ob da jemand drin ist, ist jetzt keine neue Erkenntnis, die ich gekriegt habe durch Licht aus. Aber wir können mit dem Bild ja auch nichts machen. Soll ich jetzt echt von da hinten irgendwas herziehen? Ich mache wieder Licht aus. Einfach nur um zu checken, ob da hinten vielleicht auch noch irgendwer sowas ist. Da scheint ja auch immer noch Licht von oben. Warum auch immer. Die Tür ist wieder zu, ey. Leck mich. So, ich sehe hier kein Licht ansonsten. Ich sehe nichts. Ich mache jetzt mal wieder Licht an, weil ich sehe halt wirklich gar nichts in diesem Spiel. Und jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwas von da hinten klauen können, um es hierher zu ziehen. Weil hier geht es ja auch nicht weiter, ne? Also, das bringt uns hier ja auch alles nichts. Und die Tür hier öffnen können wir auch nicht. Kann ich das Ding hier klauen? Nein, kann ich nur hochspringen. Irgendwo einen Koffer, den wir klauen? Ich habe nur nach vorne gedrückt. Nein. Gut, also ich komme hier nicht höher. Aber hier ist ein Koffer, den wir klauen können, oder? Nein, den Koffer, mit dem Koffer können wir nichts machen. Ich habe legitim keinen blassen Schimmer, was wir hier tun sollen. Ne, weil ich komme hier nirgendwo hoch. Was ist denn hier mit dem Schränkchen? Bringt auch nichts, okay. Also legitim, ich habe keinen blassen Schimmer. Kann ich Fenster hochklettern? Das ist für jemanden, der das schon mal gespielt hat, bestimmt schmerzhaft anzusehen. Aber außer, dass ich das Licht ausmache und dann sehe, dass hinter dem Bild was ist, habe ich... Wieso gehst du da nicht einfach weiter? Habe ich jetzt bisher noch nichts gesehen. Komme ich hier hinten weiter? Nö. Hier komme ich auch nicht weiter. Ich gucke einfach bis zum nächsten Part mal nach, was ich hier tun könnte. Kann ich dieses Regal schieben? Nein. Ich habe nicht ducken gedrückt. Das habe ich jetzt gedrückt. Also das erste Mal war ich nicht. Was brennt hier? Okay. Also für real, ich habe keinen blassen Schimmer, was ich machen soll.
Gott. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis dahin. Tschüss.